Orten geholt. Also du bist nur am Farm auch dann zwischendurch. Das ganze Holz jetzt für die Hütte, da ich jetzt im Baum bin, die ist noch nicht mal fertig. Und nein, ich übertreibe es nicht. Es ist nur eine kleine Hütte. So, meine Hast erste du Rüstung. immer so viel Lügen? Nee, die ist nicht ganz gut. Das ist wirklich alles nur ganz klein gehalten. Für meine erste Rüstung, die zweite habe ich, glaube ich, eine Stunde gefarmt oder so. Jetzt die andere habe ich nur eine Aufviertelstunde gefarmt, weil ich noch ein bisschen was vorher hatte. Aber sonst. Ich suche immer relativ schnell die nächsten Portale, weil ich eigentlich eins weiter will, um die Klamotten zu kriegen, aber. Such mal in den Welten das neue Portal. Die werden immer größer, diese verdammten Welten. Ich habe extra schon. Okay. Ich wollte auf riesengroß spielen, ne? Dann stand da halt. Erfordert halt große Leistung. Ich sage, okay, machst du erstmal nicht. Gehst du mal auf Mittel. Die Dinger sind jetzt schon arschgroß. Darum ja. Okay. Bockt auf jeden Fall. Wie läuft das denn im Server überhaupt? Weiß ich nicht. Ich glaube, das läuft denn über mich. Weil nämlich komischerweise ist mir heute das Internet einmal abgeschmiert. Und dann dachte ich, okay, da macht er dann halt offline weiter, ne? Nein, der schmeißt sich komplett aus dem Spiel raus. Okay. Also du spielst sozusagen auf deinem eigenen Server, aber der läuft relativ. Gut, das eine Wassergebiet, das habe ich nicht verstanden, warum das am Ruckeln war. Ich weiß auch nicht, wie das ist, ob man dann auf getrennten Welten ist oder zusammen dann reist immer. Aber das habe ich noch keine Ahnung, das weiß ich noch gar nicht. Ja. Aber ich schaue gerade. Oh, ich habe wieder ein Portal gefunden. Und ich Hat habe sich ja echt gelohnt mit der Query. Warum? Hat ordentlich abgebaut, aber wenn du außerdem nicht dran denkst, dass die auch noch mit den Engines sich verbinden und dann alles rausploppt, Bist du gerade bei dann sind die Kisten halt Life in gemacht, the Foot Freunde. drauf oder was? Ja. Ich hatte hier nochmal in der Nähe eine Query aufgestellt. Okay. Ja, weil wir Ressourcen brauchen, ne? Ja, sicher. Jetzt habe ich schon wieder das nächste Portal geöffnet. Oh, ich habe jetzt gleich keine Portalsteine mehr. Voll Kaka. Ja, ich weiß nicht, wir müssen hier dann wahrscheinlich wirklich umziehen. Ja. Irgendwas liegt am Chang oder so. Also, das ist da irgendwo ein Problem. Was ist denn jetzt los hier? Hallo? Ich wüsste eigentlich auch wohin. Zum Berg. Ja, Auf klar. zum Monsterberg. Ist weit genug weg. Wir haben ein Portal da hinten. So, kein Problem, kann man noch machen. Oh mein Gott, wieder so ein schönes Gebiet. Ich liebe diese Dinger. Wann kann ich. Da war das Zuhause. Na, jetzt lasse ich das Gebiet ein bisschen. Oh, da ist so ein Typ. Oh nein, ich kann nicht. Das Problem ist, du kannst hier nicht schwimmen in diesem Spiel. Das heißt, wenn du Okay. in so einen See reinkommst, der tief ist, plupp. Bist erstmal unter Wasser. Das Auch nicht war's. schlecht. Oh. Und dann musst du dich erstmal hochkämpfen. Die ganzen Gegner, die sind auch alle unter Wasser. Aber schon ganz lustig. Muss man das nicht noch lernen oder so? Nee, kannst ja gar nicht schwimmen. Okay. Also du kannst allgemein nicht schwimmen. Du kannst halt unter Wasser ein bisschen gehen, aber Ja kannst. gut, das Game ist noch in der Early Access, Ja, ne? oh, ist in Early Access. Early Access ist es. Ja, Wenn das vermutlich. so weitergemacht wird. Ja, ich will es mal hoffen. Weil es macht auf jeden Fall Spaß. Also wenn ich die Karte so sehe, ich habe jetzt zwei von keine Ahnung wie vielen, aber hier ist noch ein Bossfight, der nächste kommt bald. Da oben ist noch ein Bossfight 2. Zwei auf jeden Fall noch. Aber so viele Gebiete noch zu suchen. Ich bin auf jeden Fall dafür. Oh nein. Ich wollte eben zur Heimatinsel zurück. Einfach dazu ganz einfach unter Wasser die Heimatinsel machen. Okay. Was, das Haus ja doch noch nicht ganz abgerissen. Ne. Ja, Aber wie gesagt, kaum ich hab. bist du hier. Leckt das, ne? Ja, fängst du an zu lecken. Deswegen habe ich mir das gedacht. Aber du kannst. Ich habe da schon den größten abgerissen, auch so die ganzen Ja. Carpenter-Blöcke, ne? Also. Ach, hier hinten hast du auch schon was Update! abgerissen. Schmelz-Update! Flup, 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 flup! Aber woran liegt das? Weiß ich nicht. Obsidian-Block, roter Ziegel. Was gibt's denn jetzt Neues? Eisenplatten, aber wir können jetzt, glaube ich, Eisenbarren schmelzen, jawohl. Waren sie, wie gesagt, weiß ich nicht. Carpenterblöcke eventuell. Das kannst du auch haben. Aber so viel Carpenter-Blöcke sind ja hier nicht mehr.
Nee, deswegen ja. Das wäre ja auch mein Bedenken, warum das denn so problematisch ausfällt, das Ganze. Boah, 40 Obsidianblöcke. Puh. Wie viel Platz habe ich denn noch? Hier muss ich erstmal ein bisschen hier meinen Platz wieder schaffen. Deswegen, ich weiß nicht, warum es ruckelt, aber mich stört das momentan nicht. Ich habe da eher weniger Sorgen Ja mit. gut, das war heftiger vorher, ne? Ja. Vorher war es noch schlimmer, deswegen vermute ich mal sehr stark, dass es an den Carpentern liegt. Das ist auch Das geklärt. kann sein. Aber es war ja zu Anfang nicht. Vielleicht kam Update, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat es irgendwas wieder ausgelöst. Aber jetzt geht das sogar unten. Also, wo die ganzen Maschinen stehen, da geht das auch einigermaßen besser jetzt. Ja, dann sind es vielleicht vermutlich sehr stark die Carpenter-Blöcke. Wo ich denn eher dran glaube. Heißt oder was? Ja, du, kann passieren. Stellen wir denn die Kerze hin? Kerze, Kerze, Kerze. Hier vorne. Ach du Blink. Scheiße. Nein, scheiße, das Branching. Das wissen wir doch schon mittlerweile alle. Wir haben 3000 Iron Ore im System. Okay. Durch die Quarry. Hat natürlich was. 343 Gold, 72 Lead, 106 Silber und 55 Nickel. Nice. Geh weg, kleiner Schleim. Stirb, kleiner Schleim, plopp. Ich habe eine Diapipe gemacht. Ne, die Ender-Chest hingepackt, dass das Ohr, die Dias, die Emeralds, alle schon mal ins System gepumpt wird und alles andere einfach ab in die Kisten bei der Ist ja Quarry. richtig so. Packen wir unsere kleine Ratte hin. Wo gab's die Ender-Quarry drauf? Ender Curry. Ja. Benutzt das Charaktermenü. Wow, das ist relativ scheiße, wenn überall Löcher sind. Geil, ich hab ein Pet. Weiß ich nicht, wo das hergab. Ich will mal jemanden angreifen. Greift das Ding dann auch da an? Irgendwie ist ja auch seit 1C mit der Quarry, dass die eine eigene Dimension hat zum Abbauen, ne? Das weiß ich nicht. Habe ich zumindest so gehört. Keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Gut, ich bin ab und zu immer überfragt. Davon abgesehen. Du bist so oder so immer Ja, überfragt. sicher. Ach, in der Quarry sind extra Utilities drin. Ah, da ist ja doch der Bilderpuppe drin und sowas, ne? Ja. Eins dahin und eins dahin. Rauchbomben brauche ich nicht. Seidensetzlinge. Übrigens wird Mittwoch wohl die Seite zur Verfügung stehen für Das weiß ich Devitos schon. Projekt. Achso. Da sind doch alle Angaben, wie viel man haben muss und so ganzen Quatsch. Ja. Mal gucken. Abwarten und Tee trinkeln. Ja. Sonstiges. Trinke. Hör auf zu piepen. Jetzt gibt mir das Pad jetzt schon auf Eier. Ah, ich habe gerade ein Pad bekommen, beziehungsweise ich habe das Bett bei mir im Inventar. Hier. Wasserbomben, ey. Kein Mensch braucht Wasserbomben. Hab ich die Energie hingepackt? Da. Ball. Okay, neuer Schleifstein, das ist schön. Zutaten und Baumwolle. Was machst du jetzt? Guckst jetzt auf dem Server rum, du Hajo, du. Ne, ich Oder? wollte mal gucken, ob das leckt. Ach so. Dann hatte ich vergessen, dass ich die Query aufgestellt hatte. Okay. Das ist dann aber vielleicht auch Ach normal ja, irgendwie. der Builder-Spawn ist ja auch da drin in Jo. der. Und der ist da auch drin.
Gut, dafür haben wir aber, glaube ich, den Filler, ne? Itemfiller, ja. Na, siehst du. Mining Upgrade. Auto Scanner. Handeln. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ist das das hier? Ja, verkaufen. Ach ja, da sind ja die Unstable Ingots mit bei. Gott. Stimmt ja, da war ja was. Ist alles dabei. Ach, das portet sich zu mir immer, das Scheißding. Ah. So, wo will ich jetzt hin? Ich bräuchte jetzt Eisen. Wo kriege ich jetzt am meisten Eisen her? Da gibt es auch noch ein Portal, ekelhaft. Und in meiner Leckwelt. Ich weiß nicht, wo. Es gibt, wie gesagt, die Wasserwelt ist nur am Lecken gerade hier. Mhm. Komisch. Aber nur da. Wie ist eigentlich drauf gekommen, dass du es auch spielen wolltest? Also, weil es bei mir jetzt gesehen hast, oder? Nö. Ja, vorher war schon Bock drauf gehabt, hat. Als es den Preis bekommen hat. Also, ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Ich wollte es mir den Tag davor holen. Und da gucke ich so, hä? Ich habe das vorher schon gesehen bei Flauschi Nutti. Ja. Oder Flauschi Nutti. Mitbekommen, kurz reingeguckt, was das so ist, auf Steam. Hatte ich das da mitbekommen. Da habe ich so überlegt, eigentlich kannst du ja auch mal machen. Eigentlich. Hm. Ich weiß nicht, wie. Weiß nicht so. Das Problem ist halt mit den ganzen Projekten bei mir. Och mein Gott, das kommt, kriegt man schon immer unter. Krieg ich ja auch irgendwie hin. Ja, ja, gut. Zweibo läuft alle 2 Tage. Ja, siehste. Ukulele läuft jeden Tag. Kai läuft 2-mal am Tag. Vielleicht kann man das auch reduzieren auf einmal wieder, dass man dann halt anderes Projekt dazu tut. Was dann auch 2-mal alle 2 Tage läuft. In Abwechslung auch noch mit Zero. Na siehste. Keine Ahnung. Ja, ja, auch noch die Pokémon Challenge, Mann. Das kommt ja auch noch dazu. Ey, man kommt immer so viel dabei. Ja. Momentan habe ich auch so viel Bock, das ist das Problem. Ja, ganz. Da hat auch noch das. Dann wollte ich noch ein anderes anfangen. Ich habe jetzt gesagt, das eine ist noch. Ich habe noch eins komplett offen, falls mal, wo ich mal gar keine Lust drauf habe. Kann ich immer noch mit einem Projekt ausgleichen. Und jetzt kam das hier noch. Spontanerweise. Ja, da sollte. Gestern Mittag habe ich das mal kurz angezockt, bevor ich weggefahren bin, da wo ich dir das Video von geschickt habe, ne? Und, boah, da hast du Bock drauf. Jo, dann nimmst du jetzt, bevor du losfährst, nimmst du da was von auf. Ja. Gut, ich hätte dann doch nicht so viel spielen sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oh. Komm ich irgendwann mal hier raus, hier aus dem Scheißpack? Da ist es doch. Ah. Übrigens habe ich auch die Item Ducks weggeschmissen. Und dafür uns das Eisen wieder geholt. Okay. Ja, ist ja egal. Oh, ein bisschen schon. Pop. Ich glaube, eigentlich kann man den Mod ja auch noch vom Server nehmen. Welchen? Item Tax. Eigentlich schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, verschwinde. Ich will keine Kloppe mit dir hauen. Dann muss ich halt erstmal den Server komplett runter. Also die Map wieder runterziehen. Im Singleplayer öffnen, dass er die ID komplett rauslöscht. Das kriegst du schon und hin. Und halt wieder hochladen, weil Amy macht. Der das bei G-Portal macht, oder generell, wenn du über Server startest, macht er das nicht. Okay, das ist natürlich komisch. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Ab in der Tower. Hör auf zu rum zu cheaten, Maus. Maus, 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 Maus. Piep, piep. Ortruhe. Grünes Portal fragt man jetzt schon. Vorletzte Stufe. Hey. So, Zendus, ich komme gleich wieder. So.
Ich mache jetzt den kurzen Cut. Ich werde jetzt nämlich was. Also nur überlegt jetzt so. Nein. Ich werde jetzt Centos dazu hinkriegen, dass wir gleich Portal Knight zusammenzocken. Das heißt, irgendwann bei uns in den Zwischenparts wird es dann hier zu zweit hoffentlich weitergehen. Oder es wird als mein Single und dann wird es halt noch ein zweites geben. Wo wir dann halt gemeinsam spielen, eventuell mit einer anderen Klasse. Weil ich ja jetzt den Magier spielt, der macht schon übelst Bock. Wenn wir vielleicht auf den Nahkämpfer gehen, weil Zendus ja dann gerne einen Bogenschützen macht, dann haben wir zwei verschiedene Klassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich bei euch. Ich bin eigentlich schon traurig, dass wir wieder. Das heißt dann so sehr, dass wir wieder gehen müssen. Aber ich würde damit sagen, wir nehmen uns die Power des Spiels, werden ein Super Saiyajin und damit bedanke ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Flash Shooter und ciao, ciao.